Hallo, mein Name ist Mario Iselin. Ich befinde mich auf dem Weg nach Gera und werde dieses Jahr mal wieder ein Waller-Seminar abhalten, das von Berkeley gesponsert wird. Und das letzte Waller-Seminar, das wir gemacht haben, war sehr erfolgreich. Wir haben mehrere Fische gefangen, bis 1,96 Meter, hatten viel Spaß, hatten noch ein paar Fehlbisse, etliche Fehlbisse, und ich hoffe doch, dass dieses Jahr genauso erfolgreich wird wie das letzte Mal. So, jetzt habe ich ungefähr noch 500 Meter und dann komme ich an den Stausee. Die Fahrt hierher war super, kaum Verkehr, bin sehr gut durchgekommen und die 420 Kilometer waren ruckzuck überbrückt. Ah, da ist der Stausee. Die ersten Leute sind auch schon da. Ja, das Material. Da haben wir ein Karpfen- und Waller-Seminar machen. Wir werden schon die Zelte für die Karpfenangler und für die Wallerangler alles vorbereitet. Heute, Freitag, wird alles aufgebaut. Und am Montag bin ich wieder zu Hause. Und dann werden wir sehen, was gelaufen ist. Ja, die Ruten und das Camp ist aufgebaut. Hier von den Wildanglern. Alles vorbereitet, falls wir doch einen schönen Fisch fangen. Und zum Vorführen und zum Zeigen ist verschiedenes Material vorbereitet worden. Aber wer einen ersten Fisch rausholt, gibt da eigentlich ein Fall 4 aus, oder? Freie! Ja. Freie! Ich denke, du bist Wasserscheie. Fehlst du auch? Steffen, das ist scheißegal, das sind meine Hinterhiebe. Wenn er neu geht, ist es wurscht. Ich mach sie dann auf. Das ist gut, wie es aussieht. Ja. Das ist ein Glück, Schutz wieder. Ja. Nein, der macht schon was er will. Aber der ist der erste Mensch. Ach, machen wir die Linke auf. Gerd, hey. Soll ich was sagen? Mensch, das sind also Beine. Ich weiß. Oh.
rennst dann auch mit Kuchen. Ganz schön. Hast du alkoholische Getränke mit? Nein. Petri. Matthias, dich kenne ich. So, der erste Waller ist gefallen und jetzt kommt ein Karpfen. Na, mein Freund, schon wieder sächsischer Kollege. Wunderbulle. Ja. Muss ein bisschen länger gehen. Holz, das bei dir in der Route drin. Holz, das bei dir in der Route drin. Ruhig. Ich habe nur die Reißleine klatschen hören. Schick, Alter, schick. Ja, mag gleich mal gucken, wie groß ist. Hier vorne. Gib mal eine Schätzung ab, Steffen. 1,50 Meter, 1,60 Meter. Vielleicht, ich weiß es nicht. Denke ich, ne? Der ist schon nicht schlecht. Dann würde ich sagen, der schaut richtig gut rein. Nee, das war nichts, aber Attacke war es auf jeden Fall. Ja. Das sieht auch schon mal lecker aus. Ja, du mal, Horst, du mal, so ein Rindersteg von Ronny drauf von Mario. Ach so, ja, ja. Oder welche gute Steg oder Rindersteg? Das ist egal. Solange es kein Schwein ist, ist mir egal. Immer an das Essen denken, wenn die noch nicht mal am Kessel sind. Ja. Wir machen morgen noch eine schöne Fischstufe dazu, gell? Ja. Wollen wir den auf den Schuppi machen? Rennt und schreien. Schuppi? Wenn das ein Kilo ist, ist es... Karpfe? Ja. Damit wär's dann wieder. Klingt gut. Die sind schon gleich von Anfang an voll durch. Ist die noch nicht? Wo ist denn dein Öl? Der hat aber Dampf. Ach, schöner Fisch.
kannst ablegen. Ich glaube, er hat jetzt. Ja. Wir drehen. Danke. Wir drehen. Ja. Bitte, danke. Marke ja. Los. Fies gehakt. Außen? Glück gehabt. Okay. Ja. Scheiß spielen. Nächste Schuppi. Heute ist wohl die Nacht der Schuppis oder wie? Gute Dinge. Dann haben wir doch mal einen Schuppi. Soll ich Jackpack mal holen? Gute. Aus dem Grund, dass man sieht, was man tut. Das gleiche ist ja dann eigentlich unter Wasser auch. Also der Bill macht da eigentlich schon eine relativ breite Bahn. Das ist nicht so wie ein klassischer Bastard-Shark oder sowas, der ziemlich die engen Kurven macht. Und den kann schon ein bisschen. Den kann schon ein bisschen weitere, breitere Bahnen geben. Immer. Weil du musst ihm ja auch die Möglichkeit geben, diese Bewegung zu machen. Wenn du zu schnell am Kurbeln bist, dann kann er ja nur gerade kommen. Er braucht ja ein Stück weit die lose Schnur für die ganze Geschichte. Das ist mit dem kann man eigentlich schon. Aber ich hau da auch richtig drauf. Ich kann es aber gern selber mal ausprobieren. Ich muss einfach mal die Ruder. Ich achte ja, so ein bisschen, also die ist hier hinten ganz hart extrem zu machen. Aber wenn ich auf Kippen, ja.
doch ein bisschen eine weichere Spitze, oder? Dann geht die Energie ein bisschen mehr in die Spitze rein. Wenn es zu hart ist, kriegst du dann so gut. Stillruder See. Und wie viel hast du gefangen? Gar nicht. Nicht ja. Jeder Tag ist ein Fangtag. Bitte? Ich habe gesagt, nicht jeder Tag ist ein Fangtag. Ja, genau, das ist ja hat man auch nicht. So, das Waller- und Karpfenseminar ist vorbei. Wir haben Sonntagmittag. Die Walangelei war nicht so hervorragend wie letztes Jahr, was aber auch verständlich war, weil so gut wie das letzte Jahr ist schwer zu toppen. Wir haben trotzdem zwei Fische gefangen, einer von 1,95 Meter und einer von 1,46 Meter und hatten noch 5 Bisse übers Wochenende. Ja, die Karpfenfischerei war hervorragend. Sie hatten 9 oder 10 Karpfen gefangen. Die Tage hatten noch ein paar Fehlbisse und ein paar Aussteiger. Und die Leute waren sehr zufrieden. Es war sehr schön. Die letzten zwei Tage war ein kleiner Wetterumschwung. Es wurde nachts sehr kalt. Gerade von Samstag auf Sonntag hatten wir gerade 2 oder 3 Grad plus in der Nacht. Wir hatten Raureif auf den Zelten. Morgens der Nebel über dem Wasser und dann ist es doch sehr schwer bei so einem Temperaturunterschied noch Fische zu fangen. Aber es war ein sehr gutes Seminar. Es hat viel Spaß gemacht. Wir hatten wieder viel Fun und ein paar Fische haben wir auch gefangen. Also von daher ist es also hervorragend. So, jetzt werde ich mal wieder nach Hause fahren, die 5 bis 6 Stunden und mich mal wieder kultivieren. Hab mich mal wieder nicht rasiert. Dann tschüss, bis nächste Mal.